nightmare. I write to escape. Every word is a step forward. And a darkness. Ich bin ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Doch 13 Jahre nach dem ersten Teil kehrt Remedy jetzt tatsächlich zu Alan Wake zurück. Und auch wenn es der Name vermuten lässt, wird dieses Alan Wake 2 deutlich mehr und vor allem ganz anders als nur eine simple Fortsetzung. Denn das finnische Studio führt nicht nur eine weitere Hauptfigur ein, sondern wechselt gleich komplett das Genre. Das deutlich düstere Sequel soll nämlich kein weiteres Action-Adventure mit Mystery-Einschlag werden, sondern waschechten Survival-Horror mit Detektivarbeit kombinieren. Statt Twin Peaks gibt's hier also True Detective mit Resident Evil. Ich bin Michi, der wohl weltgrößte Alan Wake-Fan, und habe mehr als ein Jahrzehnt mit mir gehadert, ob ich wirklich eine Fortsetzung der Story haben will. Nach allem, was ich bisher darüber weiß, lautet die Antwort inzwischen aber, ja verdammt, und in diesem Video will ich im ersten Teil nicht nur allen Neulingen zeigen, worum es in Alan Wake 2 geht, sondern später im zweiten Teil auch all die offenen Fragen aufgreifen, die Hardcore-Fans zum weiteren Verlauf der Story und dem Remedy Connected Universe haben. Die lange Reise durch die Nacht zurück ins Licht ist fast geschafft, deshalb... Dass Alan Wake überhaupt nochmal eine Fortsetzung bekommt, war alles andere als klar. Zwar hatte Remedy mehrfach versucht, einen Alan Wake 2 zu entwickeln, letztlich konnte man das Projekt aber nie über die Prototypenphase hinausbringen. Denn auch wenn Alan Wake einen guten Ruf und eine treue Fangemeinde hat, ein riesiger Blockbuster war das Mystery-Abenteuer nie, denn die Verkaufszahlen waren schon beim ursprünglichen Release 2010 eher mäßig und vom 2021er Remaster hat Remedy bis heute die Entwicklungskosten nicht wieder eingespielt. Mit dem über Epic Games finanzierten Teil 2 wagt Remedy deshalb einen mutigen Spagat. Denn einerseits soll die Fortsetzung die komplexe Handlung des 13 Jahre alten Vorgängers weiterspinnen, andererseits soll es aber auch der perfekte Einstieg für komplette Neulinge sein, die noch nie irgendwas von Teil 1 gehört haben. Deshalb gibt es in Alan Wake 2 auch zwei miteinander verwobene Story-Kampagnen und in einer davon steuert ihr die Newcomerin Saga Anderson. Die von Schauspielerin Melanie Libert dargestellte Anderson ist FBI-Agentin und soll zusammen mit ihrem Partner Alex Casey im Städtchen Bright Falls und dem Nachbarort Watery eine Reihe ritueller Morde aufklären. Anderson ist zwar innerhalb des FBI eine Art Geheimwaffe für aussichtslose Fälle, von den Vorgängen in Bright Falls weiß sie aber genauso wenig wie ihr, wenn ihr Alan Wake 1 nicht gespielt habt. Sie muss sich da also erstmal reinfinden und schon zu Beginn ihrer Ermittlungen stoßen Anderson und Casey auf ein pikantes Detail, denn irgendwie hängt diese ganze Mordserie mit dem Tod eines ehemaligen Kollegen zusammen, FBI-Agent Robert Nightingale. Wait a minute. I know. Das Bizarre daran, der ist schon vor Jahren gestorben, scheint jetzt aber aus unerklärlichen Gründen wieder auferstanden zu sein. Zu Beginn der ersten von Remedy auf PS5 gezeigten Beispielmission kehren die Ermittler deshalb zum Fundort von Nightingales Leiche zurück, dem nahegelegenen Cauldron Lake, und finden dort immer wieder Manuskriptseiten, die von ihnen selbst handeln, wie ein Roman, in denen sie selbst nur Figuren sind. The writer of these pages knows what will happen, because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Diese Seiten sind in Alan Wake 2 aber ein enorm wichtiges Spielelement. Denn mit ihnen kann Anderson in ihrem Gedankenpalast Zusammenhänge erkennen und so neue Erkenntnisse gewinnen, die ihre Ermittlungen vorantreiben. In diese gemütliche Waldhütte kann sich Anderson jederzeit ohne Ladepause reindenken und dort dann in aller Ruhe am Caseboard gefundene Hinweise studieren und kombinieren. Diese Detektivarbeit ist komplett neu für Teil 2, wurde aber deutlich verzeihender als etwa die Sherlock Holmes Spiele, denn falsche Schlussfolgerungen sollen nicht möglich sein, ihr könnt aber interessante Details verpassen, wenn ihr nicht aufmerksam spielt. Mit den gefundenen Hinweisen erkennt Anderson in der Mission zum Beispiel, dass sie im Wald nach einer Hexenhütte suchen muss und es dort mehr Hinweise zu etwas namens Overlap, einer Art Überschneidung zwischen zwei Dimensionen gibt.
Unterwegs in der Wildnis kommt es immer wieder zum Kampf mit Kultisten der Baumsekte. Und hier zeigt sich auch, was sich bei den Kämpfen geändert hat. Denn diesen von einer dunklen Macht besessenen Feinden müsst ihr zwar wie schon in Teil 1 erst mit eurer Taschenlampe die Finsternis vom Körper brennen. Remedy zufolge sollen Kämpfe aber deutlich variantenreicher, dafür aber auch seltener als in Alan Wake 1 passieren. Zudem sollt ihr auch gegen weniger Gegner gleichzeitig kämpfen, damit sich die Kämpfe intensiver spielen. Was jetzt schon zu sehen ist, es wird auf jeden Fall blutiger als noch in Teil 1. Aber auch abseits der Kämpfe halten typische Survival-Horror-Elemente Einzug ins Spiel. Denn wie in Resident Evil könnt ihr jetzt in sogenannten Pauseräumen euer Spiel abspeichern und müsst mit einem begrenzten Inventar zurechtkommen. Außerdem ein neues Feature: In Dialogen könnt ihr jetzt auch per Multiple-Choice Antwortmöglichkeiten wählen. Ihre Suche führt Saga letztlich zu einer Gefriertruhe, in der Agent Nightingales Herz schlummert, und das soll der Schlüssel zum sogenannten Overlap, der mysteriösen Welt zwischen den Welten, sein. Alan Wake 2 hat nämlich noch eine zweite Kampagne in einer anderen Welt, in der ihr Alan Wake spielt. Der wird natürlich wieder von Ilka Willi dargestellt und von Matthew Peretta gesprochen. Die Wake-Kampagne ist nicht nur viel düsterer als Sagas Bright Falls Ermittlungen, sondern richtet sich auch klar an die alten Fans, denn der verschollene Romanautor sitzt seit den Ereignissen von Teil 1, den DLCs, dem Spin-Off und Control noch immer im Dark Place, einer finsteren Albtraumversion von New York. Wake hat hier fast gottgleiche Kräfte, denn was er mit seiner Schreibmaschine zu Papier bringt, wird Wirklichkeit, nur eben auf finstere Art und Weise verdreht. Eure Aufgabe hier wird sein, Wake dabei zu helfen, sich aus der Albtraumwelt freizuschreiben. Zwischen den beiden Kampagnen sollt ihr ab einem gewissen Punkt in der Story in den Pauseräumen frei wechseln dürfen. Noch hat uns Remedy aber nicht erklärt, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Immerhin sollen beide Kampagnen ja eine zusammenhängende Geschichte erzählen. Alan Wake 2 basiert auf Remedys hauseigener Northlight Engine und soll für PC, Xbox Series und PS5 am 17. Oktober erscheinen. Und zwar nur digital im Epic Games, PlayStation und Xbox Store. Eine Ladenversion wird es bis auf Weiteres nicht geben. Remedy zufolge könne man nur so garantieren, dass man das Spiel zum etwas günstigeren Preis von 49,99 für PC bzw. 59,99 für Konsole anbieten kann. Also Vorsicht, wenn ihr eine langsame Internetverbindung habt, denn hier kommt zwingend ein großer Download auf euch zu. Ich als alter Fan habe schon jetzt eine Busladung an Fragen. Hat zum Beispiel Alan Wake durch seine Fluchtversuche aus dem Dark Place das Chaos im Oldest House von Control überhaupt erst ausgelöst? Was ist an den Hinweisen dran, dass der Control-Hausmeister Achti in der Bright Falls Nachbarstadt Watery Urlaub macht? Wird Saga Anderson ihn da treffen? War Agent Nightingale der neue Avatar der Dunkelheit? Und wieso hat Saga Anderson einen Partner namens Alex Casey? Alex Casey, die von Wake erfundene Krimi-Romanfigur, die eine klare Anspielung auf Max Payne ist und jetzt sogar das Gesicht und die Stimme von Max Payne hat, was die gleiche Stimme ist wie die von Thomas Zane, der vielleicht Alan Wake nur erfunden hat. Wer hat jetzt hier wen geschrieben? Ist Saga Anderson überhaupt echt? Ist das hier überhaupt echt? Ist das ein See? Oder ist das ein Ozean? Wer ist Mr. Dorn?